Helme, gibt es so unterschiedliche Einsatzzwecke? Angefangen von Stadt, von Rennrad bis zum Mountainbike und dann spezielle Einsatzgebiete wie das Zeitfahren. Sehen wir uns den Rennradbereich näher an, haben wir hier unterschiedliche Preisklassen, angefangen beim Foil um 80 Euro und dem ITER um 300 Euro. Beide bieten natürlich den notwendigen Schutz, aber das Topmodell ist hier in dem Fall einfach leichter. Die großen Hersteller bieten auch unterschiedliche Extra-Schutzfunktionen, bei Gio zum Beispiel das MIPS, bei POC das SPIN, bieten beide in unterschiedlichen Situationen noch eine Extra-Schutzfunktion, die aber auch extra kostet. Beim ITER ist es halt so, dass du diese zwei Helmschalen hast. Beim normalen MIPS hast du innen einfach nur so eine Einlage und dadurch fühlt es sich halt so an, als würde der Helm schweben, weil er halt nicht perfekt drauf sitzt, damit er sich bewegen kann. Und beim Spin ist es aber so, und da bewegt sich im Endeffekt nur diese Befestigung da auf der Seite. Und dadurch, das fühlt sich einfach leibernder an. Wenn ein Helm richtig schützen soll, sollte er auch richtig passen. Das heißt, neben dem richtigen Einsatzzweck auch die richtige Passform gewählt wird, gibt es dann auch noch spezielle Einstellmöglichkeiten, wie hinten das Rädchen, die Ohrengurte und der Kinnriemen. Wenn man sich was bei den Tour de France Fahrern abschauen will, dann zum Beispiel, dass man die Bügel von der Brille außen über den Riemen gibt.